Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part haben wir ein kleines Abenteuer mit Ranfi erlebt. Und am Ende gab es dann eine kleine Überraschung hinsichtlich Gefühle. Ja, und mal schauen, wohin es sich entwickeln könnte. Oder ob es sowas nochmal geben wird. Auf jeden Fall werden wir in diesem Part uns für ein Ziel entscheiden müssen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können mit Valkas Mission weitermachen. Wir können mit Tova sprechen, nach Lunden reisen oder den Orden der Ältesten weiter dezimieren. Da ihr natürlich jetzt im Moment nicht wirklich helfen könnt, werden wir einfach mal in Valkas Richtung laufen, weil ich gerne wissen möchte, wie wir da weiterkommen. Wir sollten ja Kräuter oder Pflanzen sammeln. Mal schauen, wie wir da weiter verfahren können. Denn, ja, es gibt mehr Pflanzen hier hinter. Ich habe bloß keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Da wir keine Möglichkeit haben, hier hinter diesem Wasserfall Feuer zu bringen. Vielleicht kann man ja den Wasserfall irgendwie stoppen. Oder einfach oben Pflanzen sammeln. Eine Distel. Oh. Nee, doch nicht. Das ist ein anderes Symbol. Da ist noch eine Pflanze. Noch eine Distel. Da scheint noch was zu sein. Und noch eine Distel. Ich weiß bloß nicht, wie viele. Oh. Okay. Anscheinend haben wir genug Pflanzen. Okay. Das war ein Fehler. Wir haben genug Pflanzen, um Valka diese zu geben. Und dann, ja, gut. Dann machen wir es weiter mit der Valka-Story. Also praktisch mit den Visionen. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Das könnte womöglich etwas länger dauern. Ja, der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken, aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Ich soll etwas trinken, wo du reingespuckt hast? Ernsthaft? Na gut, wenn es der Sache und dem Ziel dient, dann mache ich das. Dann macht Ava das. Ich trinke es ja nicht. Ava tut's. Prost.
was wohl auf uns zukommen wird. Ich habe jetzt schon Herzklopfen vor Aufregung. Hui. Wir sind gespannt, was wir jetzt erfahren werden. Wir stapfen im Schnee. Jedenfalls hört es sich so an. Oh. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das. Etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs. Der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Harvey? Ich dachte erst, die eine wäre nur in weiß gekleidet und die anderen beide in schwarz oder dunklem. Aber die hintere von, die rechte, ganz rechte, die ein bisschen weiter in der Ferne ist, die hat, glaube ich, doch ein bisschen gräuliches Gewand, aber egal. So kann man wenigstens erkennen, okay, ne, das sind die drei, die halt, man kann auf jeden Fall erkennen, dass jeder von denen unterschiedliche Aufgaben hat. Aber ob uns das wirklich weitergebracht hat, ne? Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich verfängt oder reißt. Nicht alles ist vorhersehbar. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Rätselhafte Worte vernebeln nur mein Geist. Ein Sturm braut sich zusammen. Nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht. Ist das der Beginn von Ragnarök? Oh. Ragnarök.
Okay, ich hatte eigentlich noch nicht vor, hierher zu kommen. Also, ich wusste noch nicht mal, dass wir wirklich jetzt hier hinreisen. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Oh Mann. Asgard, empfohlene Stärke 90. Aha, okay. Dann ist das ja gar nicht so tragisch. Oh, mit Maximilian, die über die Statue reden. Okay, die müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich nehme mal an, das kann eventuell ein bisschen länger dauern hier. Okay, lass uns loslegen. Eivor. Wie viele Reichtümer wir finden müssen. Ach Mann, ich hätte dann vielleicht doch ein bisschen mehr vorher machen sollen. Na gut. Wer ist H-Punkt? Teleportieren? Nee. Ich kenne einen besseren Weg. Einen Sprung in die Tiefe. Wow. Interessant. Jedes Mal, wenn ich von so einer Höhe in den Sprung gemacht habe, hatte ich selber immer so ein merkwürdiges Gefühl dabei, aber diesmal, ei, ich hab's genossen. Wir brauchen eine Strategie, um mit diesen Eindringlingen fertig zu werden, Thor. Du kannst dich nicht aus dem sicheren... Thor? Oh. Bei Burisheiern, wir sind Äsir. Wir schleichen nicht herum wie Alben, wir kämpfen. Und wir kämpfen auch. Für unsere Heimat, für unser Volk. Doch nicht alle Probleme können mit dem Kopf eines Hammers gelöst werden. Nenn mir eines. Havi, sei das Zünglein an der Waage. Was ist los? Wieder eine Invasion? Krieger aus Jötunheim. Sie greifen von allen Seiten an. Während wir auf unseren zittrigen Händen sitzen und uns am Arsch kratzen. Wohl kaum, Thor. Viele Äsir wurden in alle Winkel von Asgard entsandt. Nur wir vier verbleiben zum Schutz der großen Halle. Havi, gib mir ein paar deiner Krieger und ich werde sie persönlich nach Jötunheim führen. Eine solche Schwächung können wir uns nicht leisten. Die Einherjar müssen unsere Stadt verteidigen. Ich würde sie herholen, um die große Halle zu verteidigen. Diese Invasion ist zu groß, als dass wir uns aufteilen könnten. Das ganze Gerede hilft uns nicht weiter. Kämpfen oder sterben. Schweigt! Alle miteinander. Wir tragen den Kampf zum Feind, bevor er Bifrost überquert. Wohl gesprochen, Rabengott. Nenne jene, die an deiner Seite kämpfen sollen.
jetzt verstehe ich, warum Eivor ab und zu mal ganz am Anfang Harvey genannt wurde. Wir sind... Aha. Okay. Ja, jetzt macht einiges Sinn. Und ich hatte mich schon gefragt, warum sie da so spricht, als wenn sie, keine Ahnung, selber ein Gott wäre. Aber gut, wenn sie der Rabengott ist, dann keine Fragen mehr. Freya, Königin von Asgard, Thor, Bewahrer der Gerechtigkeit oder Tor, der Herr des Donners. Ich möchte gerne den Thor an meiner Seite haben. Ich brauche nur einen. Dich, Thor, Herr des Donners. Gemeinsam werden wir den Feind zerschmettern, bevor er zu kühn wird. Erwecke jeden Krieger, der Axt oder Hammer führen kann. Wir jagen Jötnerköpfe! Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu schützen. Waren andere Kreaturen unter den Jötner? Draugr, Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Harvey? Hat dir deine Weitsicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Einherjahr! Nun beginnt die Schlacht, für die ihr gestorben seid. Für Harvey und für Asgard! Okay. Abschaum aus Jötunheim! Euer Untergang ist nah! Jötunheim. Waren das nicht diese komischen blauen Riesen? Führe uns zum Ruhm, Harvey! Ja, ich kann mir vorstellen, dass das... Diese Schlacht weihe ich mir selbst. Einherjahr! Leit Harvey eure Klingen! Wir ertränken unsere Feinde in Blut! Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert von der Geschichte her. Vielleicht so 2 bis 5 Parts, keine Ahnung. Meine Güte, ist das nebelig. Los, und es regnet. Asgard, grüß mir die Midgard-Schlange. Ja, die blauen Riesen. Ja. Auf jeden Fall die blauen. Lass die Deckung oben. Ich wollte den anderen Typen treffen, aber gut. Wie das hier gemacht wird, schauen wir mal.
seid klug. Bringt euch nicht in Gefahr. Womöglich ist Loki hier auch ein Planet, sonst wären die hier nicht, nicht eingezogen. Loki hatte den Auftrag, dieses Tor zu bewachen. Und doch stand es offen. Hab Mitleid. Ich habe euch nichts getan. Was war das? Vor allem hast du uns nichts Gutes getan, Jötun. Warte, nein, du irrst dich. Ich bin kein Jötun. Ich kam hier nur auf meinem Weg von einem Land ins andere vorbei. Würdest du dasselbe Lied singen, hätten die Jötner den Kampf gewonnen? Ja. Natürlich. Das ist unter uns, okay. Noch weiter unten. Was? Was soll das denn hier bitte schön? Ich hab das Hallo? Ich hab das gerade geworfen. Was soll denn das? Also echt. Toll. Das war jetzt zu hoch. Hier ist noch ein Tor, das ist aber ziemlich lange nicht mehr geöffnet worden. Uiuiui. Was da jetzt wohl kommt, ich bin gespannt. Ja, ich weiß, wir sollen mit Loki sprechen. Ich bin aber auch genauso neugierig wie die Schätze hier.
aussehen, beziehungsweise wo sie zu finden sind. Nein. Oh, gut. Ich dachte wirklich, ey, wo will ich werden? Oh, noch ein Tränenstein. Die werden wir womöglich nochmal für irgendwas gebrauchen können. Vielleicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Tränenstein. Ah, okay. Gut. Jetzt plötzlich wieder runter. Hä? Was jetzt? Nach oben oder nach unten? Entscheidet euch mal endlich. Ach, oh, da vorne. Bisschen zu hoch. Okay. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen überfragt. Na toll. Okay. Wohin führt uns das? Wir werden es sehen. Hoffentlich da, wo das eine Rätsel zu finden ist, denn da wollte ich eigentlich hin. Nee, okay. Dahin führt es mich. Dann gehen wir mal zurück.
Tja. Okay. Das ist die Mission? Okay, dann muss ich mir mal durchlesen. Okay. Okay, gut, da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Da muss ich mal ein bisschen genauer überlegen, wie wir diese Lösung hervorbringen. Ist dieser Baum nicht echt krass? Wenn es so einen riesigen Baum in unserer Welt geben würde, das wäre echt erstaunlich. Ich weiß, wir haben die Mammutbäume. Aber sind diese Mammutbäume so groß wie dieser gigantische Yggdrasil? Ich glaube kaum. Wisst ihr was, Leute? Davon brauche ich auf jeden Fall ein Foto. Ich würde das ja schon gerne ein bisschen... Ach, okay, gut. So. Moment. Ah, okay, da ist Eivor. Foto machen. So. Einmal ohne Eivor. Versuche ich jedenfalls. Aha. So. Und jetzt nochmal. Upsa. So. Okay, gut. Finde es an sich ein bisschen blöd, dass wir mit Eivor jetzt ja so eine nicht wirklich angemessene Rüstung haben für Asgard, aber gut. Hätte ich geahnt, dass wir jetzt nach Asgard gehen, also wirklich nach Asgard, dann hätte ich mir eine bessere Ausrüstung zusammengesammelt und dann auch verbessert irgendwo. Das ist Loki. Harvey, der hier hat sich im Schatten versteckt und vor der Schlacht gedrückt. Soll ich ihm ein paar Zähne ziehen, damit er redet? Oder ein Auge herauspflücken? Du solltest dieses Tor bewachen, Loki. Was ist geschehen? Es öffnete sich und diese Soldaten quollen hindurch. Also sandte ich sofort eine Warnung aus. Und den hier habe ich gefangen, den weichbackigen Hirten.
Wie lautet dein Name, Fremder? Von den meisten werde ich Baumeister genannt. Deinen Namen, nicht dein Handwerk. Falls ich einen anderen Namen habe, so erinnere ich mich nicht. Man nennt mich Baumeister, seitdem ich Dinge baue. Okay. Ich hatte mir natürlich auch Thor anders vorgestellt, aber ich hatte mir wirklich Loki ein bisschen anders vorgestellt, sagen wir mal so. Die Haare an sich passen ganz gut. Weiter mit dem Thema. Warum bist du hier? Was kannst du anbieten? Gehörst du zu den Riesen? Und was kannst du bauen, das mich beeindrucken würde? Ich arbeite mit Stein, Holz, Metallen, was gerade verfügbar ist. Und ich schließe meine Arbeit ab, indem ich sie mit feinen Zaubern und Wünschen erfülle. Kamen diese Zauber und Wünsche den Jötner zugute? Oh, für eine Weile, ja. Doch wir wissen beide, dass die Jötner ein stumpfes und verzweifeltes Volk sind. Harvey, wenn dir jemand ein Pferd schenkt, dann reite es. Doch diesem hier würde ich Zaumzeug anlegen. Stimmt das, Baumeister? Bist du ein geschenkter Gaul oder ein geheimer Flug? Weder noch, Harvey. Ich bin nur ein Werkzeug, das hofft, anständig eingesetzt zu werden. Dieses Portal bereitet uns schon seit einiger Zeit Kummer. Ich will, dass es versiegelt wird. Mit Verlaub, dies ist nicht der einzige Zugang der Jötner nach Asgard. Dürfte ich eine umfassendere Lösung vorschlagen? Wir haben allerlei probiert und doch drangen sie zu uns durch. Was lässt dich glauben, du könntest Riesen oder noch Schlimmeres fernhalten? Ich lebte unter den Riesen. Ich kenne ihre Schwächen. Mein Schild wird Erfolg haben, wo eure versagten. Wenn ihr zweifelt, könnte ich euch eine Kostprobe geben. Eine Kostprobe? Ja. Und wenn er uns nicht beeindruckt, dann hissen wir seine Haut als Segel. Nee. Ich nehme an, mit einer letzten Bedingung. Ich brauche dafür Wasser aus eurer Schicksalsquelle. Du weißt von unserem heiligen Brunnen? Es ist ein Ort großer Macht und lebendiger Magie, ein Quell geistiger Kraft. Dieses Wasser wird eurem Schild seine Stärke verleihen. Ich hole das Wasser, Harvey. Er darf unsere heiligen Stätten nicht betreten. Loki, warte. Ich gehe zur Quelle. Du suchst diesem Baumeister eine Lichtung für seine Vorführung. Nein, das ist kein Problem, Harvey. Ich finde das Dunkle und Feuchte sehr anziehend. Du gehst mit dem Baumeister. Berichte dann in der großen Halle von unseren nächsten Schritten. Wie du befiehlst. Loki ist mir nicht so ganz geheuer. Ein interessantes Angebot. Ein merkwürdiger Zufall. Ja, das finde ich auch. Oh! Ah, ein guter Kampf! Ich wünschte, es gäbe mehr! Der Himmel selbst birst ob deiner Macht, Thor. Oh, cool! Da vorne ist ja noch eins. Wir reiten auf einem Rentier. Nee, Rentier? Echt? Nee, das ist ein Rentier, ne? Oh, wie cool. Ein Rentier. Tod alle Jötner! Asgard gehört den Æsir. Wir sind noch... Wir sind stolz, dir zu dienen. Was hast du denn genommen?
eine gute Blumenernte, Harvey. Wir hätten mit Ava auch einfach wohin da durchstappen können. Das sah bloß so tief aus. Noch weiter runter, Alter. Dann können wir ein bisschen 20 Meter. Dann schauen wir mal nach einem Weg hier rein. Wenn es den überhaupt gibt. Und wieder ein Standort, wo wir nicht wissen, wie wir da reinkommen, ohne einen Ölkrug. Okay. So viele Sachen sind so weit oben, das ist ja heftig.
weit unten meine ich. Okay. Oh, warte mal. Da könnten wir uns das wieder stibitzen. Das ist auf jeden Fall auf der gleichen Höhe. Mal gucken, ob man dafür auch wieder was zum Zersprengen braucht. Hoffentlich nicht. Oh, warte. Runter. Wir müssen runter. Gut. Okay. Das können wir jetzt schön holen. Das sind aber ganz schön viele Tränen, die wir holen können. Das sind wirklich sehr viele Tränen. Ja, wir machen hier einen Cut. Wir sprechen im nächsten Part mit demjenigen von dem Weltereignis bzw. dem Rätsel und dann gehen wir auch zur Schicksalsquelle und ja, suchen uns nochmal ein paar Splitter. Und dann schauen wir mal, was wir alles noch so in Asgard erleben. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich freue mich über jedes Like und Abo, was ihr hinterlasst. Und dann sehen wir uns.